1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Yo Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt die Telefonnummer, die gerade gesagt worden ist und die unten auf eurem Fernsehbildschirm steht. 0800 220 5050 oder mailt mir ganz einfach unter domian@wdr.de. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne sprechen wollt. Der erste Anrufer ist Friederik. Friederik ist 23 Jahre alt. Hallo. Hallo. Ja. Jo, was geht? Grüß dich. Deswegen hast du angerufen. Ich habe angerufen wegen einem Vertrauensbruch. Mhm. Und zwar habe ich mit der Frau von meinem Bruder geschlafen. Oh, mit deiner Schwägerin. Genau. Wann? Das war am 6. August. Das war die Geburtstagsfeier von dem Bruder. Das auch noch? Ja. Mhm. Zum ersten Mal? Ja, zum ersten Mal. Wie ist es dazu gekommen? Also wir waren halt auf der Geburtstagsfeier, es war auch eigentlich ganz nett, es war so ein kleiner Rahmen, nur mit den besten Freunden und halt der Familie, und dann war mein Bruder relativ schnell ziemlich angetrunken. Also wir haben eigentlich nicht so viel getrunken, halt Sekt am Anfang und dann Wein zum Essen und so. Mhm. Aber direkt als das Essen vorüber war, hat er halt einen angetrunkenen Eindruck gemacht und auf mich nicht wirklich störend, aber die Frau hat sich dann echauffiert und aufgeregt und ist dann relativ bald danach, also was heißt bald, so eine Stunde danach, halt schon früh eigentlich für die Feier gegangen. Mhm. Und da es mir eigentlich nicht so gut ging, bin ich mitgefahren, weil sie hat sich ein Taxi gerufen. Ja. Und sie haben den gleichen Weg halt. Und dann bin ich mitgefahren und dann hat sie mich gefragt im Taxi, ob ich noch bei ihr. Wo ist sie denn hingefahren? Sie ist zu sich gefahren, also zu der Wohnung, sie wohnen zusammen, zu der Wohnung von meinem Bruder und ihr. Ach so, und er war noch da halt. Ach so, das ja. Wollte ich ja fragen. Er war noch da, wo der Geburtstag gefeiert wurde. Genau, ja. Es war ja seine Feier, er konnte ja nicht irgendwie auch dann früh. Ja, ist klar. Okay, dann saß die also im Taxi und dann? Ja, und dann hat sie mich gefragt, ob ich noch mit hochkommen will, einen trinken, und ich hab dann nicht verneint. Was ich mich auch im Nachhinein gefragt habe, was auch ganz komisch war, weil da hätte ich die Situation eigentlich schon erfassen müssen. Aber hattest du was getrunken? Ich hatte auch, aber auch halt nur das also was man halt trinkt auf so einer Also Fall. du warst nicht hackedicht. Ich war auf keinen Fall hackedicht. Nee. Ich hatte Alkohol getrunken und sie auch, aber wir waren beide auf jeden Fall noch zurechnungsfähig. Ja. Das ist ja auch und das dann Komische. Bist du mit hochgegangen, was ja schon eine komische Sache war? Ja. Komm mal mit hoch, trinken wir noch was. Oder ja. Wie ist denn das Verhältnis vorher zwischen dir und ihr gewesen? Eigentlich ganz nett, aber nur normal. Also wir sind noch nicht lange verheiratet, erst seit anderthalb Jahren, und deswegen kenne ich die schon gut, aber die meiste Zeit, die ich mit ihr verbringe, ist halt mein Bruder dabei. Also von daher kenne ich sie nicht wirklich gut. Also erklär mir die Situation weiter. Ihr wart dann oben, da muss ja von irgendeinem muss ja die Initiative ausgehen. Ja, das war von ihr. Das war von dir? Ja, sie hat mich geküsst, noch ehe wir uns richtig gesetzt haben halt. Moment, also sie ist von die Initiative... Noch beim Reingehen quasi. Also ist die Initiative von ihr ausgegangen? Genau, ja, genau. Und ich habe mich halt nicht direkt gewehrt. Ich weiß auch nicht, warum. Also sie ist eine attraktive Frau und... klingt wie in der schlechten Soap, ne? Ja, genau. So GZSZ-mäßig oder so. Genau so klingt das. Ja. Dann ist es passiert. Genau. Was hast du währenddessen gedacht? Wie bitte? Was hast du währenddessen gedacht? Währenddessen habe ich eigentlich... Ich habe mich eigentlich darauf konzentriert. Ich habe eigentlich gar nicht an meinen Bruder gedacht oder an die Situation, dass das problematisch wird. Oder es ist halt auch so, ich habe keine Freundin und sie ist eine attraktive Frau. Wobei eigentlich in der Situation, und wenn die Geilheit noch so hoch ist, muss man ja eigentlich sich darüber im Klaren sein, was man da macht gerade in dem Moment. Ne? Ja, das ist ja das Krasse, was ich mich auch frage, warum ich das nicht gemacht habe. Und dann bin ich danach auch direkt gefahren, was auch schon komisch war. Und auch dann, ich habe eigentlich an diese ganze Fahrt nach Hause habe ich eigentlich im Prinzip gar keine so schlechte Erinnerung. Erst am nächsten Morgen, da ist mir das Ausmaß dann bewusst geworden. Und da, also du fandest die Frau eigentlich auch schon länger ganz gut? Ich habe aber nie, egal, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie sieht die Frau aus, würde ich sagen, das ist eine attraktive Frau. Gut. Aber da die Frau von meinem Bruder war, habe ich nie irgendwie gedacht, dass ich jetzt... Wie ist dein Verhältnis eigentlich und immer gewesen zu deinem Bruder? Also anfangs... war es nicht so gut, aber seitdem wir, also das ist eigentlich das Übliche, wenn man halt jugendlich ist, aber seitdem wir eigentlich beide richtig erwachsen sind, ist es eigentlich ein normales, gutes Verhältnis. Ja. Du bist 23, wie alt ist er?
Mein Bruder ist 27. 27, eigentlich ein gutes Verhältnis. So, genau. Du bist das Ganze in ein paar Wochen vorbei. Am 6.8. Ja. sagst du, war es. Ja. Da ist auch noch was. Also wir haben, was ich mich jetzt auch frage, was mir auch jetzt schon die ganze Zeit was mich beschäftigt, ist, dass wir auch nicht verhütet haben. Und ich habe halt keine gibt es Ahnung. So viel, gibt es so viel Dummheit geballt? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es ja auch nicht, weil ich mich normal auch als jemanden einschätze, zumindest bisher, wo ich sage, der ist, ich würde mich selber als verantwortungsvoll bezeichnen, aber in dem Fall, ich weiß auch nicht, wie wenn eine Sicherung halt, keine Ahnung ist. Mag man gar nicht so glauben, ne? Nee, das kann eigentlich gar nicht sein, wenn man das so erzählt, weißt du? Was ist jetzt seitdem passiert? Hast du mit der Frau darüber geredet? Mit der Frau habe ich seitdem gar nicht mehr geredet. Gar nicht mehr. Nee. Mit wem hast du überhaupt darüber gesprochen bisher? Mit dir und mit deinem... Mit niemandem sonst? Ja, genau. Hast du deinen Bruder seitdem wieder mal gesehen? Ja, den sehe ich schon. Also wir sind öfters mal bei meinen Eltern. Ja. Aber wie ist das Gefühl? Wie ist das Gefühl für dich, wenn du ihn dann siehst? Ja, schrecklich halt. Ich merkt er dir das an, dass da irgendwas nicht stimmt? Ich glaube schon, aber er merkt halt, wir haben vorher auch so uns getroffen, also normal und haben noch mal weggegangen und so. Und das meine ich jetzt halt natürlich. Und ich glaube schon das Gefühl, dass ihm das komisch vorkommt, aber ich glaube nicht, dass er irgendwie eine Ahnung hat, warum das ist. Hast du denn sie so schon mal getroffen, ohne jetzt mit ihr großartig gesprochen? Nee. Auch nee. Nicht. Du bist seitdem gar nicht mehr. Ist ja klar, dass ich vermeide das ja auch, aber eigentlich müsste ich auch mit ihr reden. Also das ist nur. So, wie ist das Verhältnis zwischen den beiden? Würdest du sagen, die sind glücklich miteinander? Ja, also mir kommt es so vor, wie wenn. Also das sagt man ja immer so, aber ich glaube, er hängt mehr, also ich glaube, er hängt ziemlich an ihr, sagen wir mal so. Aber es macht eigentlich schon stutzig, wenn sie mit dem eigenen Bruder in die Kiste geht. Ja, natürlich, ja, das wäre wahrscheinlich, also ich würde mal annehmen, das wäre das Ende dann, also für mich und meinen Bruder und für die zwei, würde ich sagen, wohl auch. Also aber die beiden haben kein Kind miteinander. Nee, haben sie nicht. Nee. So, jetzt finde ich, ist es ganz dringlich, dass du mal ein paar klare Worte mit der Frau redest. Ja. Ich gehe davon aus, dass du in die nicht verknallt bist. Nee. Ich gehe davon aus, dass sie das leid tut. Ist das so? Ja, natürlich, klar. Ich würde alles tun, um es irgendwie rückgängig zu machen, aber das geht ja nicht. Also. Nee, das geht nicht. Aber ich frage das nur ab und du bist fest entschlossen, dass es nie wieder passieren wird und soll. Ja, natürlich. So, jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten. Entweder geht man jetzt den krassen Weg der Offenbarung, der Wahrheit sagen, dann geht aber sehr viel in die Brüche. Dann geht wahrscheinlich dein Verhältnis zu deinem Bruder ziemlich den Bach runter und wahrscheinlich deren Ehe sogar. Weil das ist ja schon was ganz Schlimmes, was da passiert ist. Alles deswegen, ne? Das ja. ist das Krasse. So, ich würde jetzt fast in diesem Fall sagen, ich sage nicht fast, sondern ich sage in dem Fall, rede du mit der Frau. Mach ihr klar, Zuerst, oder? Ja, mit ihr, natürlich, ja. Mach ihr nochmal absolut klar, dass du das total scheiße findest, was da abgegangen ist, dass du aber genauso schuld bist wie sie. Und dass du es am liebsten ungeschehen machen würdest, aber es geht ja nun mal nicht. Und dann vereinbart doch ganz einfach, dass ihr den dicken Mantel des Schweigens über diese Sache legt. Und dann ist aber auch gut und dann wird aber auch nie wieder und kein Mensch wird mehr darüber sprechen. Würde ich in dem Fall wirklich so sagen. Du findest es auch zu krass, um ihm das dann zu erzählen. Ja, es ist immer so eine Abwägung. Natürlich finde ich auch immer, dass man so ehrlich sein soll wie möglich. Aber auf der anderen Seite muss man immer abwägen, was zerstört man alles. Ne? Letztendlich, wenn du sagst, weißt du, wenn du in die Frau verliebt wärst, hätte das ein anderes Gewicht. Da du aber sagst, das war einfach eine schnelle Nummer. Eine schnelle, geile, unbedeutende Nummer. Wie mal eben Fritten essen gehen. Ich sag's mal betont, so wie es wahrscheinlich wohl auch war. Sollte man das vielleicht nicht so hochhängen und so viel kaputt machen. Und lerne aus der Sache, dass du wirklich dich, und wenn du noch so scharf bist und rattig bist, hol dir irgendeine andere Frau und lass die Finger von... zum Beispiel jetzt von der Frau deines Bruders oder von der Frau eines Freundes oder weiß ich was. Ja, ja. Aber du musst ein paar Worte mit der Frau reden. Damit ihr quasi einen Pakt schließt und sagt, okay, das ist jetzt völlig beschissen gelaufen, aber Schluss aus, wir legen den Teppich drüber. Ja, du, auch du, da ist auch noch was. Also, ja, ich grüße. Das war der Frederik. Der wollte jetzt nur grüßen, aber das ist jetzt nicht gelungen. Lukas ist hier. Lukas ist 17 Jahre. Hallo, Lukas. Hallo, Domian. Grüß dich. Um was geht's bei dir? Okay, und ich habe ein Problem. Und für mich, ich habe das Gefühl, dass mein Vater sich sozusagen meine Liebe kaufen will. Oho. Ich muss dazu sagen, meine Mutter ist gestorben, als ich 2 Jahre alt war. Also ich habe sie noch nie richtig kennengelernt. Ja. Ja. Und mein Vater verdient ziemlich viel Geld. Und ich denke, jetzt will er sozusagen... als Ausgleich, dass er sozusagen fast nie für mich da ist, sozusagen mir jetzt
sozusagen sehr viele Geschenke machen. Und ich bekomme zum Beispiel im Monat 600 Euro Taschengeld. Wow, das ist viel Kohle. Das ist viel Kohle. Du bist alleine bei deinem Vater aufgewachsen? Ja, ich hatte noch so ein Kindermädchen. Ach so. Mhm. Ja, aber also ich sehe meinen Vater schon einmal am Tag, aber dann höchstens für 1-2 Stunden. Mhm. Weil wenn ich ins Bett gehe, dann ist er noch in der Arbeit im Moment. Und die Wochenenden, jetzt im Moment auch, jetzt sogar noch? Im Moment auch noch. Mhm. Und die Wochenenden, wie sehen die aus? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Die Wirtschaft schläft nicht. Mhm. Das heißt, er erfolgreich, aber emotional hängt alles durch. Ja, also für ihn ist sozusagen die Karriere ziemlich wichtig. Also. Mhm. Hast du das, ich meine, du bist jetzt schon 17 Jahre alt. Wie hast du das denn früher empfunden, als du noch jünger warst? Da muss das doch noch schmerzsicher gewesen sein, wenn eigentlich nur das Kindermädchen für dich da war. Ja, natürlich. Also ich bin halt sozusagen ohne richtige Familie aufgewachsen. Mhm. Ja, und es war halt... Es gibt keine Geschwister? Nein, nee. Ich bin Einzelkind. Mhm. Also, und deswegen ist es... Also es war schon ziemlich hart, aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Also ich bin jetzt ein ziemlicher Einzelgänger geworden und das merkt man auch daran, dass ich jetzt zum Beispiel keine Freunde habe, aber die haben auch gleich diesen Eindruck von mir, weil dadurch, dass ich halt ziemlich viel Geld bekomme und auch ziemlich viele Geschenke, so typische Jugendstatussymbole wie Handy und sowas, immer das Aktuellste. Das Beste. Ja, bin ich halt gleich immer so abgestempelt als das verwöhnte Bonzenkind sozusagen. Du bist Schüler noch? Ich bin noch Schüler, ja. Ich gehe auch in Internat als Tagesschüler. Ja. Du hast gerade gesagt, er will sich meine Liebe erkaufen. Ich bekomme 600 Euro im Monat Taschengeld, was, um es nochmal zu sagen, wirklich richtig viel Kohle ist, finde ich. Gibt es außerdem, du hast gerade Geschenke noch genannt, gibt es jetzt im Moment noch was Aktuelles, wo er nochmal materiell einen drauflegen will? Oder ist es so, wie du es gerade geschildert hast? Ja, also es kommt da vor allem mit diesen Geschenken, aber jetzt ziemlich krass ist, dass er mir jetzt eine eigene Kreditkarte geben will von seinem Konto und dass ich jetzt einfach mir kaufen kann, was ich will und sozusagen einfach nur, also ich denke mir, ist von seiner Seite aus ist es sozusagen ein Zeichen darauf, also er denkt, dass es sozusagen ein Zeichen von Vertrauen mir gegenüber ist. Ich glaube eher, dass es eher natürlich, aber ich glaube auch, dass es eher das schlechte Gewissen ist. Ja, das kann natürlich auch sein. Denn wenn ich meinem Sohn keine Zeit schenke, was offensichtlich das Wertvollste ist, was er hat, und ihm dafür materielle Dinge schenke, von denen er genug hat, ist das nicht so toll. Ist das nicht so toll? Hast du ihm das mal so, ich meine, du bist ja nun bald erwachsener junger Mann, hast du es ihm mal so klar ins Gesicht gesagt? Nee, das bringe ich nicht übers Herz. Dieser Satz, den du gerade gesagt hast. Ich will ihn nicht verletzen. Ja, aber er hat dich ja auch schon sehr verletzt. Die ganzen Jahre letztendlich, indem er dich vernachlässigt hat. Ich zuckte gerade innerlich zusammen, wenn du sagst, ich glaube, mein Vater will sich meine Liebe erkaufen. Das finde ich einen ganz krassen Satz. Und wenn ich Vater wäre und mein Sohn das zu mir sagen würde, würde ich aber, glaube ich, im Erdboden versinken vor Scham. Mhm. Und vielleicht würde ihm das ja auch die Augen öffnen. Ja, das Problem ist, er bekommt sowas überhaupt nicht mit, weil er halt die ganze Zeit arbeitet. Also er sieht mich am Tag wirklich nur zwei Stunden und irgendwann er hat eigentlich fast keine Zeit für mich. Das ist das Problem. Das ist mir schon klar. Aber in 1-2 Stunden kann man auch mal so ein grundsätzliches Gespräch führen. Ich meine, jetzt in einem 17- oder 18-Jährigen eine Kreditkarte zu geben, nach dem Motto, du kannst damit machen, was du willst, ist Wahnsinn. Finde ich Wahnsinn. Da tut er dir nun auch überhaupt nichts Gutes mit. Du lernst ja gar keine Wertigkeiten schätzen. Irgendwann ist alles ganz selbstverständlich und du musst nie um deine eigenen Sachen kämpfen, du musst es nicht erarbeiten. Also letztendlich ist das ja auch noch schlimm für dich. Ja. Aber letztendlich ist das ja ein Ausdruck dessen, was du so bemängelst, nämlich dass dein Vater keine Zeit für dich hat. Dein größter Wunsch, wenn ich dich jetzt fragen würde, was wäre dir lieber? In 6 Wochen Urlaub, vielleicht eine Segeltour oder was ich mit deinem Vater alleine oder die Kreditkarte auf 2 Jahre, was würdest du wählen? Ja, diese 6 Wochen. Das glaube ich. Auf alle Fälle. Das glaube ich. Und vor allem, aber ich weiß es nicht, also ich finde es ziemlich
krass, dass er mir jetzt so viel Geld gibt und dass ich halt dadurch bei meinen ganzen, also Alterskameraden sozusagen, auch schon unten durch bin. Ja, es kommt ja auch hinzu, dass die Folgeerscheinung für dich ist, dass du jetzt auch noch quasi isoliert lebst und als das verzogene, reiche Söhnchen dastehst. Mhm. Also, das heißt, er mutet dir ja sehr viel zu. Und er macht sich offensichtlich überhaupt gar keine Gedanken, was er da tut. Wahrscheinlich ist es ein Mann, der in seiner Arbeit als Manager oder was weiß ich, ist auch wurscht, was er macht, sehr verantwortungsbewusst agiert. Aber da, wo es wirklich drauf ankommt, nämlich in der Familie, wo er hohe Verantwortung trägt bei seinem Sohn, da macht das nicht. Ich finde, dass du ihm das zumuten kannst. Du musst es ihm ja nicht gleich so aggressiv sagen, aber du kannst ja letztendlich mal dein Unbehagen ihm gegenüber äußern. Du hast es bisher ja auch alles so hingenommen. Mhm. Ist so, ne? Ja, auch aus Höflichkeit, ne? Ja, weil ich will ihn nicht verletzen. Ich denke mir, er hat immer noch das Gefühl, dass er denkt, dass er damit was Richtiges tut, damit, dass er mir damit was Gutes tut. Okay, keiner ist ohne Fehler. Dann ist das ein fulminanter Fehler, den er gemacht hat. Aber dann hast du jetzt vielleicht auch eine Chance, ihn auf den Fehler aufmerksam zu machen. Ihn wirklich vielleicht ein bisschen die Augen zu öffnen und dass das Ganze sich etwas verändert. Indem du schweigst, läuft ja alles genauso falsch weiter wie bisher. Vielleicht wird er irgendwann sogar zu dir sagen, warum hast du denn deinen Mund mal nicht aufgemacht? Und dann hätte er auch recht, finde ich. Mag sein. Die paar Stunden, die ihr miteinander verbringt, sind die okay, so im Umgang miteinander? Sind die freundlich, sind die nett? Also sagen wir so, mein Vater bekommt die Arbeit nie aus dem Kopf. Mhm. Also wenn wir miteinander reden, dann ist trotzdem immer noch die Arbeit im Kopf. Und dann, selbst wenn wir in einem Gespräch vertieft sind, dann kommt zum Beispiel, war jetzt vorgestern, ja, und kommt dann sofort, halt Moment, ich muss jetzt sofort ans Internet, ich muss noch E-Mails checken, muss noch alles machen. Hat er sich ja eigentlich mal irgendwann erkundigt, so nach dir, wie es dir geht, ob du eine Freundin hast, ob du dich auf der Schule wohlfühlst, was du in deiner Freizeit so machst, fragt er so Sachen? Ja, aber das auch mehr so aus Höflichkeit. Smalltalk-mäßig. So als Pflicht, genau, sozusagen. Damit er sozusagen ein bisschen Interesse zeigt. Ja, ich kann mir vorstellen, so wie ich dich jetzt gerade kennenlerne, dann sagst du auch aus Höflichkeit irgendetwas, was auch nicht so von Tiefgang ist und die ganze Sache ist abgehakt. Ja, also wir haben keinen besonderen Draht zueinander. Mhm. Also es gab eigentlich noch nie einen Draht zwischen uns. Mhm. Ja, und Lukas, ich würde es thematisieren. Ich meine, du fühlst dich offensichtlich so unwohl in der Situation, wenn du sogar hier anrufst und mit mir darüber sprichst. Du hast ja keine Freunde, mit denen du darüber reden kannst. Dieses ist ja eben auch eine Folge von diesem seltsamen künstlichen Leben in dem goldenen Käfig, das du da führst. Mhm. Gab es in deiner ganzen Kindheit auch keine Freunde? Also keine, wo sagst du, das war mein richtig guter Freund? Ja, im Kindergartenalter schon ein, zwei, aber es waren dann auch ziemlich schnell vorbei, weil wir sind dann umgezogen. Mhm. Wir sind umgezogen, auch wegen dieser Arbeit wieder. Mhm. Also Kindergartenalter ist sehr lange her. Das heißt, die ganze Schulzeit, so die letzten, sagen wir mal, die letzten 10 Jahre oder so, 12 Jahre, war nix. Nee, weil wir sind da ziemlich oft umgezogen. Mhm. Ja, also berufsbedingt. Und was machst denn du so in deiner Freizeit? Also ich mache zum Beispiel also recht viel Sport. Mhm. Ja, aber ansonsten PC und vertreibe mir halt die Zeit mit den Geschenken von meinem Vater. Mhm. Und hängst dann alleine mit den Sachen rum? Jo. Mhm. Und guckst lange Fernsehen? Wie jetzt zum Beispiel? Zum Beispiel, ja. Ich finde, du sollst reden mit deinem Vater, Lukas. Ich finde, das ist auch eine Pflicht, die du hast. Und wenn das nichts nutzt, umso schlimmer. Aber dann hast du wenigstens deinen Mund mal aufgemacht. Ja, und was soll ich dann machen, wenn er sozusagen dieses Gespräch abblockt und einfach nur sagt, ja, ich muss jetzt gehen oder irgendwie sowas? Dann ist das eine sehr schlimme Erkenntnis. Dann ist das wirklich die Erkenntnis, dass dein Vater sich offensichtlich für dich als Mensch nicht sehr interessiert. Dann wirst du deinen eigenen Weg gehen müssen. Das bedeutet auch, finde ich, dass du, so schwer das vielleicht auch sein mag, gewisse Sachen nicht annehmen mehr solltest von ihm, materielle Dinge. Dass du deine eigenen Sachen schaffst, dein eigenes Leben, auf eigene Füße kommst. Man kann doch eine Kreditkarte abschlagen. Mhm.
Man kann auch selbst joggen gehen. Stimmt schon, ja. Mhm. Aber soweit mein Vater ist sehr, sehr nach außen bedacht. Also nach außen hin muss alles wunderbar sein. Ja, ich ahne mir schon, wie das da bei euch zugeht. Ich habe schon so ein Bild vor Augen. Ich kann es mir schon gut denken. Mach mal den ersten Schritt. Mach mal den ersten Schritt und sag ihm mal. Sag ihm mal diesen Satz, den du mir gerade am Anfang gesagt hast. Ich glaube, dass du dir deine Liebe, meine Liebe erkaufen möchtest. Sag's freundlich und dann erklär ihm das mal so, wie du es mir erklärt hast. Und mal sehen, was dann passiert. Okay, mach ich. Ja, alles Gute. Okay, danke. Lukas, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt und gerne mit mir sprechen möchte, auch die Jenny. Und Jenny ist 18 Jahre alt. Hallo, Jenny. Hallo, guten Abend, Domian. Hallo, guten Abend. Dein Thema? Ja, und zwar vor ein paar Stunden wurde ich von zu Hause rausgeschmissen. Vor ein paar Stunden von zu Hause rausgeschmissen? Ja. Warum? Und zwar folgendes, ich lebe alleine bei meinem Vater. Und ich habe dieses Jahr meinen Schulabschluss gemacht, also Realschulabschluss. Ja. Und habe aber leider bis jetzt keine Ausbildungsstelle oder beziehungsweise Arbeit gefunden, trotz Bemühen. Das heißt, wie lange hast du dich jetzt bemüht? Wie viele Monate? Also die ganzen Sommerferien über und seit... Okay, also so lange ist es dann ja auch noch nicht. Ja, aber schon ein Weilchen. Okay. Und habe leider noch nichts gefunden, was mein Vater also sehr zusetzte und sehr wütend machte, weil er dadurch dachte, dass ich mich gar nicht bemühe. Und wir hatten vor kurzem eine Telefonrechnung über 100 Euro, was für uns auch sehr hoch war. Und ich bekam ein Telefonverbot. Dann, als mein Vater halt heute von der Arbeit nach Hause kam, bemerkte er halt, dass ich heimlich telefonierte. Und schmiss mich darauf hin, also ich würde nicht sagen ganz spontan, aber schmiss mich halt raus. Aha. Wo bist du also eigentlich jetzt? Also ich habe noch eine kleine Gnadenfrist, bis morgen früh darf ich noch hier sein, aber dann muss ich raus und ich weiß jetzt absolut nicht, wohin und was ich machen soll. Achso, du bist jetzt im Moment in der elterlichen Wohnung noch, in der Wohnung von deinem Vater? Von meinem Vater, ja. Kurze Zwischenfrage, was ist mit der Mutter? Die wohnt in einem Nachbarort, also 30 Kilometer entfernt, aber zu der kann ich nicht. Und wie ist das Verhältnis zu der Mutter? Gespannt. Gespannt. Ja. Also war früher das Verhältnis zu dem Vater eigentlich immer besser? Ja, also ich habe auch 17 Jahre lang bei meiner Mutter gewohnt. Ach so. Hatte mit meiner Mutter aber meistens immer Streit und bin dann halt aus schulischen Verhältnissen zu meinem Vater gezogen. Ja, Moment, 17 Jahre bei der Mutter, das heißt, du hast bis voriges Jahr bei deiner Mutter gewohnt? Ja. Aha. Hatte aber immer ein sehr schlechtes Verhältnis zu ihr von klein auf. Und dann halt mein Vater war für mich immer mein großes Vorbild und mein großer Held, aber die letzten Wochen, wo ich so auf Jobsuche war, wurde ich von ihm nur fertig und runtergemacht, also nur beleidigt und mir wurde immer wieder eingetrichtert, dass ich zu nichts nutze bin und eh nichts schaffe. Er unterstellt dir, dass du dich nicht genügend beworben hast. Ja, klar. Aber das kann man ja leicht beweisen, indem man einfach eine Kopie macht von der Bewerbung und sagt, hier pass auf, da und da und da und da habe ich mich beworben. Hast du das gemacht? Nein, leider nicht. Das bereue ich jetzt auch. Ich habe es nicht gemacht, weil ich halt nur diese Vorwürfe hörte und deshalb auch gar kein Interesse hatte, ihnen irgendwas vorzulegen. Ach so, weil du dann auch beleidigt warst und sauer und verletzt warst. Und wo hast du dich denn beworben? Was möchtest du denn gerne machen? Also mittlerweile bin ich nicht mehr wählerisch, sondern habe mich an vielen, also unterschiedlichen Stellen beworben. Zum Beispiel? Also angefangen habe ich bei Dingen wie Diätassistentin, weil ich daran Interesse hatte. Ja. Aber jetzt mittlerweile sogar schon bei verschiedenen Putzstellen und allen möglichen. Ach, das ist auch schön. Also es geht jetzt gar nicht mehr um Ausbildung, sondern es geht einfach nur noch um... Also ich denke, für dieses Jahr an Ausbildungsstellen ist es jetzt eh schon zu spät. Und deswegen suche ich im Moment einfach nur noch Arbeit, bis ich nächstes Jahr hoffentlich eine Ausbildungsstelle erhalte. Verstehe. Also du bist absolut entschlossen und motiviert. Du willst eine Ausbildungsstelle haben. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Nein. Nee. Jetzt also ich fühle mich auch selber sehr unwohl, also ohne jegliche Beschäftigung. Von was lebst du im Moment? Von deinem Vater? Ja. Er gibt dir, wie viel Taschengeld kriegst du? Kein festes Taschengeld, aber wenn ich Geld benötige oder so, bekomme ich es auch meist. So, und jetzt hat er dir eine Gnadenfrist gegeben und sagt, morgen früh ist Schluss. Morgen ja, kommst du raus. Nun kennst du ihn besser, als ich ihn kenne. Ich kenne ihn gar nicht. War das vielleicht eine Wut nur vorhin und morgen früh sieht die Welt schon wieder anders aus? Nein. Bist du sicher? Also bei ihm ist das nicht so. Bei ihm ist es wirklich knallhart. Ich hatte schon einmal wegen einem kleinen Narrenstreit schon 3 Jahre keinen Kontakt mehr zu ihm. Und
Aber dem muss er meint solche Dinge wirklich ernst. Aber dem muss doch klar sein, dass du dann morgen mit deinen 18 Jahren auf der Straße stehst und weder Wohnung noch Arbeit hast und ja, obdachlos bist quasi. Ja. Das ist ihm klar und ich frage jetzt nochmal, du meinst wirklich, der ist so knallhart und zieht das durch morgen? Ja. Und jetzt weiß ich halt nicht, also an wen ich mich da richten muss, ans Jugendamt ja, oder... genau. Das werden wir gleich mal im Hintergrund hier besprechen. Mhm. Das kannst du mit meiner Psychologin besprechen. Da gibt es natürlich Möglichkeiten und Hilfen, die du auch unbedingt in Anspruch nehmen solltest, denn du darfst nicht auf der Straße landen. Das habe ich auch nicht vor. Genau, das darf auch nicht passieren. Es muss dann jetzt irgendeine Übergangsregelung gefunden werden, bis du eine Arbeit hast, bis du auch ein kleines Einkommen hast. Aber da werden wir dir gleich behilflich bei sein, was diese praktischen Sachen anbelangt. Was ich dich aber jetzt noch fragen möchte, ist das nicht eine abgrundtiefe Enttäuschung für dich, dass dein Vater sowas macht? Ja, das war schon die letzten Wochen, dass ich, wie gesagt, von meinem Vater ziemlich runtergemacht worden bin. Mhm. Also, dass ich wirklich wortwörtlich zu nichts zu gebrauchen bin und wirklich nichts wert sei. Ist er selbst irgendwie so ja frustriert und unzufrieden mit seinem Leben, dass er das an dir auslässt? Also ich glaube schon. Also er hat aber eine Arbeit? Ja. Hat er eine Frau? Seit 30 Jahren dieselbe Arbeit. Und du meinst, dass er da nicht zufrieden ist in der Arbeit? Also ich weiß, dass er da nicht so zufrieden ist. Und deswegen auch dadurch weiß ich auch, wenn er immer auf der Arbeit Frust hatte, dann war er auch zu Hause meistens frustrierter. Verstehe, hat er eine Freundin? Mehrere. Ja. Und du könntest jetzt auch in der Notlage nicht zu deiner Mutter zurück, frage ich auch nochmal. Nein. Das ist also ich habe heute schon mit meiner Mutter gesprochen und das geht definitiv nicht. Dann sagt die Mutter auch, ist mir egal, dann bleib, wo du bleibst. Nein, also meine Mutter nimmt das Ganze nicht ganz so ernst, aber sie meint halt, es geht nicht. Also ich könnte nicht zu ihr, also direkte Gründe hat sie nicht genannt. Ist das bitter für dich? Ja, sehr. Also man fühlt sich von den Eltern sehr ungeliebt. Ja. Ja, das finde ich auch. In dem Fall, wenn das wirklich jetzt so ist und wenn, ich habe ja auch noch immer die leise Hoffnung, dass er morgen früh anders drauf ist, aber wenn du das so entschieden sagst, dass er nicht anders drauf sein wird, dann will ich das auch glauben. Ja, also nicht so, wie ich ihn kenne. Finde ich das auch sehr schlimm. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Das macht man als Eltern nicht. Da kann der vielleicht sauer sein, wenn das nicht klappt mit deiner Ausbildung. Aber wenn du dich angestrengt hast, und so viele junge Leute strengen sich an und kriegen keine Ausbildungsstelle, kannst du ja nichts dafür. Und dich dann auf die Straße zu setzen und die Situation für dich noch um ein Vielfaches zu verschlimmern, ist einfach beschissen. Richtig beschissen, finde ich schlimm. Also da muss man sich als älterer Typ auch am Riemen reißen. Selbst wenn er unzufrieden ist mit seinem Leben, darf er das nicht an dir auslassen. Na, das sind alles so schöne Worte. Wenn es aber nur ist, jetzt so ist, dann ist es so. Wir werden jetzt versuchen, dir zu helfen, welche praktischen Dinge du da morgen in die Wege leiten könntest, damit du eine schnelle Hilfe kriegst. Vielen Dank. Du legst bitte auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an und ihr besprecht das miteinander, okay? Okay, danke schön. Alles Gute. Schönen Abend. Dankeschön, toi, toi, toi. Tschüss. Ihr Lieben, Samstag ist Promi-Tag bei mir. Wer kommt Samstag zu mir in die Sendung? Zu mir in die Sendung kommt Cordula Stratmann, alias Annemie Hülchrath, die Frau aus der Schillerstraße. Die Sendung beginnt um 23.30 Uhr und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mit Annemie Hülchrath oder mit Cordula Stratmann euch unterhalten. Ihr könnt euch auch schon anmelden, jetzt im Laufe der Woche, für ein Gespräch unter domian@wdr.de. 23.30 Uhr, diese Woche Samstag, mein Promi-Gast Cordula Stratmann. Danny oder Danny ist hier. Hallo, 20 Jahre. Hallo? Hallo Domian. Ja, hallo Danny. Danny, wie sage ich's? Danny. Du machst bitte mal den Fernseher, den Ton ganz runter. Alles klar. Jo. Schon passiert, ja. Prima. Danny, 20 Jahre. Ja. Dein Thema? Also mein Thema ist, mein Cousin ist in mich verliebt. Mhm. Und ich hatte damals eigentlich ziemlich guten Kontakt mit ihm. Mhm. Und dann, wo das angefangen hat aufzutreten, dass ich gemerkt habe, dass er Nähe zu mir sucht und so, gab es richtig dollen Streit. Und dann habe ich Kontakt abgebrochen. Mhm. Ich bin nervös, tut mir leid. Das ist egal, erzähl mal weiter. Und dann ist mein Onkel vor knapp 2,5 Monaten gestorben. Also sein Vater? Ja, genau. Mhm. Ist das ein Cousin ersten Grades? Ja. Ja. Mhm. Ja. Und ja, seitdem haben wir wieder so ein bisschen Kontakt gehabt und so, ein bisschen was zusammen unternommen. Wie alt ist er? 24. Mhm.
Und jetzt fängt es halt wieder an, dass er mich anfasst und Küsschen und den Arm nimmt und so. Du hast aber definitiv keinen Bock drauf. Nein, absolut nicht. Du findest ihn okay, so als Freund, als Kumpel, ja. Ja. Aber nicht als Freund, als Beziehung. Nein, überhaupt nicht. Ich bin glücklich in meiner Beziehung. Ach, du bist sogar in einer Beziehung? Ja. Und dennoch baggert er an dir rum? Ja, ja. Das ist ja auch krass, ne? Ja, das ist auch komisch. Irgendwie möchte meinen Freund nicht kennenlernen. Er weiß, dass wir heiraten und so, aber... Mhm. Hast du deinem Freund davon erzählt? Ja, natürlich. Und was sagt er? Ja, scheiße. Der hat doch wahrscheinlich einen Hals schon auf den. Ja, ne? Natürlich. Mhm. Ja. So, hast du denn deinem Cousin das wirklich so klipp und klar gemacht, dass es da kein Wenn und Aber und keine Hoffnung für ihn gibt? Ja, schon mehrfach. Und dennoch? Und dennoch, er versteht das irgendwie nicht. Ich habe mir die ganze Zeit über gedacht, wo wir jetzt Kontakt haben, so dass das wäre vorbei, ne, weil wir uns halt lange Zeit auch nicht gesehen haben. Also durch den Tod seines Vaters, gut, da ist man emotional aufgewühlt und so, dadurch ist es wieder ein bisschen enger geworden zwischen euch beiden. Ja, genau. Aber was bleibt dir anderes übrig, Dani, als... ihm zu sagen, entweder akzeptiert er die Situation so, wie du sie vorgibst, ja, oder es gibt eben gar keinen Kontakt mehr. Ja, ich weiß es nicht. Ich will ihm ja auch nicht vom Kopf stoßen. Ja, doch, das musst du. Ja, doch, ja, hör mal. Natürlich musst du ihm vor den Kopf stoßen. Du bist in einer Beziehung, du bist glücklich, du willst mit deiner Beziehung zusammenbleiben. Ja, natürlich. So, das ist erstmal eine dicke Sache, die da in der Waagschale liegt. Ja. Und wenn der das permanent missachtet, der missachtet dich ja dadurch, dann hast du auch das Recht, ihm mal ein bisschen kräftiger auf die Nase eins zu geben. Finde ich schon. Ja. Ja, bis hin zu der Drohung zu sagen, pass mal auf, Junge, hier ist die Grenze und wenn du die überschreitest, dann sind wir getrennte Leute. Finde ich, kannst du machen. Musst du auch machen. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, mir fällt es mir ziemlich schwer. Ja, schon. Aber was gibt es denn für eine Alternative dazu? Es gibt keine Alternative. Es gibt keine Alternative. Also ich weiß es ja auch. Oder willst du aus Nettigkeit mit dem in die Kiste steigen? Nein. Auf gar keinen Fall. So. Um Gottes Willen. So. Also ist die Sache eigentlich völlig klar. Und je länger du das hinauszögerst und dich da nicht klar in Stellung bringst, ist das auch eine Provokation für deinen Freund. Ja, weiß ich. Ne, wenn ich dein Freund wäre, würde ich irgendwann auch sagen, Mensch, jetzt musst du aber mal da Tacheles reden mit dem und sagen, wo der Hase langläuft. Ja, natürlich. Ja, mein Freund hat ja auch gesagt, so, ne, dass ihn das schon ziemlich ankratzt, ne? Mhm. Und dass er am liebsten auch runtergehen würde und sagen würde, pass mal auf, Freundchen, ne? Mhm. Bis hierhin und nicht weiter. Ja, aber ich finde eigentlich, das ist deine Aufgabe. Natürlich das ist deine Aufgabe, das zu machen. Und wie gesagt, wenn er sich nicht darauf einlässt, dann seid ihr getrennte Leute. Oder wenn er sich darauf einlässt, dann habt ihr eben guten Kontakt miteinander. Einen verwandtschaftlich-freundschaftlichen Kontakt ist ja okay. Ja, ich weiß ja noch nicht mal, es ist halt auch, ne, wenn man sich so begrüßt, ne, man nimmt sich meinen Arm und gibt ein Küsschen auf die Wange oder so. Mhm. Ich denke mir da nichts bei, ja. Würde ich an deiner Stelle bei ihm gar nicht mehr machen. Mache ich ja schon gar nicht mehr. Ja, weil er überinterpretiert das und, ja. Es ist halt auch merkwürdig, weil er mir des Öfteren schon gesagt hat, so, er hat noch nie richtig eine Freundin gehabt, ja. Und ich habe halt auch früher sehr viel Zeit mit ihm verbracht, jeden Tag, wir waren immer zusammen, haben zusammen Sachen unternommen, keine Ahnung, dass er gerne sein erstes Mal Sex mit mir haben möchte und so. Und daraufhin habe ich ihm damals echt eine Ohrfeige gegeben und gesagt, so, das war's, ne, verpiss dich. Also, Fall ist klar. Ja. Ne? Gibt's gar nichts weiter zu diskutieren. Du musst handeln. Ja. Alles Gute. Danke, Domian. Liebe Dani, mach's gut. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt die Nummer oder mailt uns unter domian@wdr.de. So, jetzt geht es weiter mit dem Ralf. Und Ralf ist wie alt? 28. Ja. Hallo, Ralf. Hallo. Hallo. Ja. Weswegen hast du angerufen? Also, meine Mutter, die ist Pornodarstellerin. Und machst du bitte den Fernseher ganz leise. Vor dem Fenster, ja. Deine Mutter ist Pornodarstellerin? Ja, meine Mutter ist Pornodarstellerin und jetzt haben sie es in meinem Geschäft alle mitgekriegt. Und wie alt ist deine Mutter denn? Die ist 40, die hat mich ziemlich jung gekriegt, mit 13 hat sie mich schon gekriegt. Ja. Und ich weiß nicht, ich kriege jeden Tag in meinem Schreibtisch, habe ich Zettel liegen, wo drauf steht, oh, gestern Abend haben wir uns deiner Mutter wieder einen runtergeholt und deine Mutter ist eine totale Hure und... Seit wann weißt du das denn, dass deine Mutter das macht? Meine Mutter hat mir das vor 2 Jahren erzählt. Erst vor 2 Jahren? Ja, die macht das aber erst seit 4 Jahren. Ach so. Sie hat einen Freund, mein leiblicher Vater, der hat uns verlassen. Und ja, dann hat sie einen Freund gehabt, der ist auch in dem Milieu irgendwie tätig, ich weiß nicht. Und
der hat sie dann in das Milieu geschleppt. Und wie viele Jahre insgesamt ist sie jetzt in dem Job? 4 Jahre. 4 Jahre und vor 2 Jahren hat sie es dir erzählt? Ja, vor 2 Jahren waren wir zusammen, hat sie Geburtstag gehabt. Sie war hat ziemlich viel getrunken gehabt. Mhm. Da waren wir dann noch da gesessen, ich und meine Mutter. Und ich hatte eigentlich immer den besten Kontakt zu meiner Mutter. Es war eigentlich der einzige Mensch, dem ich noch vertrauen konnte. Mhm. So. Und da hat sie mir das mal erzählt. Warum macht sie das? Also sie hat gesagt, das ist der Job ihres Lebens. Sie hat Bankkauffrau gelernt. Mhm. Ja, und sie hat gesagt, der Job macht ihr einfach keinen Spaß, aber der Job macht ihr jetzt richtig viel Spaß. Und sie will dann damit aufhören. Ich habe auch gesagt, dass am Arbeitsplatz mich alle ärgern immer. Ich muss mal jetzt fragen, sie ist ja eigentlich so für die klassische Pornodarstellerin? Bitte? Sie ist ja eigentlich für die klassische Pornodarstellerin schon ein bisschen alt, ne? Ja. Ich weiß nicht, was das für Pornos sind. Ich habe auch nie so einen Film gesehen. Das interessiert mich auch gar nicht. Ich will es ja eigentlich nicht sehen. Das kann man ich glaube, das ist nicht nur eine Frage des Interesses, sondern man will ja auch bestimmt nicht seine eigene Mutter in so einer Situation sehen. Ja, man will es gar nicht. Wenn es ist, vielleicht ist es sogar ein Ekel oder, nein, Ekel vielleicht nicht, aber es ist so eine Welt, wo man gar nicht mit konfrontiert werden möchte. Wie hast du denn darauf reagiert, als sie dir das erzählt hat? Ich war natürlich erstmal total geschockt und bin dann auch gleich weggegangen von ihr und habe dann am nächsten Tag versucht, nochmal mit ihr in aller Ruhe zu reden. Mhm. Und das habe ich meine Mutter noch nie erlebt. Sie wurde dann richtig aggressiv und hat mich rausgeworfen aus ihrer Wohnung und hat gesagt, ich soll ihr Leben jetzt allein lassen. Sie hat jetzt einen neuen Mann, der ist viel besser. Und wie sieht dein Kontakt zur Zeit zu ihr aus? Also eigentlich habe ich nicht mehr viel Kontakt. Ach so. Wie haben jetzt die Leute in deiner Umgebung, auf der Arbeit auch, ne, sagst du? Ja. Wie haben die das rausgekriegt? Also der eine, mit dem war ich eigentlich mal, ich habe gedacht, mit dem verstehe ich mich auf der Arbeit. Und der hat den Film irgendwann mal im Internet runtergeladen und hat dann den ganzen Kollegen gegeben. Und es ist wirklich schlimm. Also es ist wirklich, es gibt 100.000 Pornofilme. Warum gerade den und gerade bei deinem Kollegen? Das frage ich mich auch. Er hat den wahrscheinlich aus Zufall runtergeladen. Ich habe kein Wort mehr mit dem geredet. Kannte der denn vom Ansehen deine Mutter auch? Bitte? Ja. Das war der einzige Kollege, mit dem ich mich ein bisschen verstanden habe. Und der war auch mal bei uns zum Essen. Ach so. Aber was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Das ist genau der einzige Kollege, der deine Mutter vom Gesicht her kennt. Der lädt sich nun gerade den Pornofilm runter, wo deine Mutter abends mitmacht. Und der hat es dann halt im ganzen Geschäft gezeigt und veröffentlicht. Und Sie können sich ja vorstellen, seitdem ist halt so, also ich kriege permanent jeden Tag eigentlich irgendwelche Zettel in meinem Schreibtisch, in der Schublade finde ich irgendwelche Zettel. Dann haben wir uns zu deiner Mutter einen runtergeholt, du Eierkopf und noch so Sachen. Wie viele Leute arbeiten in der Firma? Wieder? Wie viele Leute arbeiten in der Firma? Das ist eine große Firma, jetzt so 160 Leute bezahlt. Und das ist für dich Spießrutenlauf im Moment? Also ich bin richtig, ich will auch gar nicht mehr zur Arbeit gehen, aber ich habe jetzt auch schon so viele Bewerbungen geschrieben, aber in der heutigen Zeit auf dem Arbeitsmarkt ist es natürlich nicht so leicht. Mhm. Ich hab Glück gehabt, dass ich die Stelle bekommen habe. Mhm. Sind das nur Zettel oder hat dir jemand ins Gesicht da schon mal irgendwas Komisches gesagt? Wenn ich über den Parkplatz laufe, die schreien mir hinterher, hey, deine Mutter wird ja gestern mal wieder richtig hart gefickt und lauter so Sachen. Mhm. Schlimm. Das ist schlimm. Da gibt es 2 Möglichkeiten nur. Entweder die Firma verlassen, ist leichter gesagt als getan. Das ist halt das Problem. Ich habe ja schon versucht. Oder auch völlig offensiv damit umzugehen. Ja, meine Mutter macht das. Mir ist es wurscht und euch soll es auch wurscht sein. Ja, aber ich kann nicht, ich bin nicht ein Mensch, der mit sowas umgehen kann. Mhm. Ich habe versucht, ich habe einen guten Freund von mir, also eigentlich auch mein einziger Freund, versucht, mit dem darüber zu reden. Der hat auch gesagt, ignoriere es einfach, aber das geht jetzt wirklich seit über einem halben Jahr nur noch so, dass ich nur noch gemobbt werde, fertig gemacht werde und ich kann es einfach nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr. Du gehst so weit und sagst, dass das, das ist Mobbing, ne? Sowas. Ja. Gibt es in der Firma einen Vertrauten, einen Vorgesetzten, den du gut findest, zu dem du Vertrauen hast? Eigentlich nicht. Ich habe in der Firma, also ich habe da eigentlich nichts groß zu tun, außer mit dem einen Kollegen, mit dem war ich aber zum Bier trinken. Mhm. Also es gibt, worauf ich hinaus will, es gibt keinen, der in irgendeiner höheren Position wäre, mit dem du offen reden könntest?
dass der dafür sorgt, dass da Ruhe herrscht. Das geht nicht. Ich hab immer versucht, eigentlich der, sagen wir mal, der kleine Angestellte zu sein, der keinen Ärger macht. Mhm. Ich wollte dann auch nie irgendwie mich mit Vorgesetzten unterhalten groß. Mhm. Jetzt habe ich gerade in den ganzen vielen Daten, die du genannt hast, jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm, wie lange das in der Firma jetzt bekannt ist. Jetzt ist seit ungefähr einem halben Jahr ein bisschen nach. Und das ebbt auch nicht ab. Ich meine, Gott, was ist es denn? Irgendwann macht man sich vielleicht lustig und dann ist das Thema aber auch durch. Das hält so lange an. Das hält wirklich so lange an. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Weil am Ende mit meinen Nerven, ich will gar nicht mehr ins Geschäft. Und ich will echt nicht mehr. Dir gelingt es nicht, von dir aus zu sagen, ich kriege ein dickes Fell, mir ist das scheißegal, ich lasse es an mir abprallen, das geht nicht. Das habe ich schon versucht. Funktioniert nicht. Mhm. Die stimmt, zwei, drei Monate gar nichts gesagt. Ich habe einfach die Zellen genommen, weggeworfen und gut war es. Ein paar Reste bei mir links eingegangen, rechts wieder raus. Mhm. Aber wenn es einfach jeden Tag ist, es geht ja jetzt auch schon so weit, dass ich Post kriege, also im Briefkasten bei mir daheim, dass da so Briefe drin liegen. Zettel drin liegen. Das verfolgt mich ja jetzt nur am Arbeitsplatz. Das geht bis zu mir nach Hause, kommt ja schon. Mhm. Weißt du, ich bin immer noch, weil mir schon klar ist, dass das mit dem Wettbewerben nicht so einfach ist, immer noch innerlich auf der Schiene, er muss irgendwie einen Verbündeten finden, einen Mächtigen in der Firma, einen Vorgesetzten, mit dem du das bereden kannst. Aber das ist auch schwierig. Ich weiß nicht, an wen ich mich da wenden könnte. Mhm. Bist du in einer Gewerkschaft? Bitte? Bist du in einer Gewerkschaft? Ja. Bist du nicht? Mhm. Mhm. Gibt es einen Betriebsratsvorsitzenden bei euch? Ja, das gibt's. Mhm. Das ist der Herr Vogel, aber ich weiß auch nicht, ob er mir helfen kann. Also ich würde jetzt wirklich versuchen, innerhalb der Firma zu einem wichtigen Menschen deines Vertrauens, überleg mal, einen Kontakt aufzunehmen und mit dem einfach darüber zu sprechen, was da los ist. Jemand, dessen Wort in der Firma was zählt. Denn jeder vernünftige Mensch wird dir natürlich zur Seite stehen. Weil das ist ganz schlimm, was man da mit dir macht. Ich kann das wirklich mal versuchen. Mit einem, ich guck mal morgen im Geschäft, mich da umgucken und dem ich da gut verstehen kann. Weil so. Ich habe auch das Problem, ich hab wirklich ein Problem, auf Leute zuzugehen. Mhm. Ja, ich merke auch, dass du völlig, völlig fertig mit deinen Nerven bist und ganz verängstigt bist. Das ist mir schon klar. Also, das war von meiner Seite aus meine Idee. Ich möchte aber auch, dass du mit der Elke nochmal sprichst, mit meiner Psychologin. Vielleicht hat die auch noch eine Idee. Zwei Leute haben unter Umständen mehr Ideen als einer. Und wir können dir dann noch besser helfen. Okay? Alles klar. Dann legst du auf, Ralf. Soll ich jetzt dranbleiben? Nee, du legst einfach auf und wir rufen dich nochmal an. Das war der Ralf. Und jetzt geht's weiter mit der Laura. Und Laura ist 23 Jahre. Hallo, Laura. Hallo. Hallo. Weswegen hast du angerufen, Laura? Es geht um Beziehungskrise und Eifersucht. Jetzt erst habe ich nicht verstanden. Es geht um Beziehungs-was? Krise. Krise. Beziehungskrise und Eifersucht. Wer ist eifersüchtig? Du oder dein Freund? Das bin ich. Du bist eifersüchtig? Mhm. Ich muss aber dazu sagen, ich bin jetzt ein bisschen ziemlich nervös, ja? Ja, okay. Okay. Rechne ich mit ein. Okay. Also, fangen wir erstmal die Grundfakten. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Seit 2 Jahren. Mhm. Glücklich? Eigentlich? Am Anfang ja. Am Anfang ja. Habt ihr Kinder? Nein, nein. Mhm. Nein, ich muss das ein bisschen erklären. Bitte, ja. Man muss auch dazu sagen, also seit 2 Jahren arbeite ich als Prostituierte. Mhm. Führe einen Laden und so gleichzeitig habe ich auch meinen Freund kennengelernt. Ah, also es war mal ein Kunde von dir? Nein, er ist der Vermieter. Ach, er ist der Vermieter. Ah, ja. Genau. Mhm. Das heißt ja, er war von Anfang an, wusste er, was los ist, was du machst. Genau, beruflich. Genau. Mhm. Ja. Und naja, am Anfang ist dann, wie es eigentlich in jeder Beziehung ist, alles schön und gut und so. Mhm. Nur man kann sagen, nach einer Zeit lang, das lebt sich schon heftig auch auseinander. So, ich weiß bestimmt, in manchen Sachen bin ich es schuld, wie mit meiner Eifersucht. Nur, lass uns auf die Eifersucht kommen. Warum bist du so eifersüchtig? Gibt ihr dir da sehr viel Anlass zu?
Also er macht nichts mit anderen Frauen. Er macht nichts mit anderen Frauen. Das muss ich dazu sagen. So, und warum bist du dann eifersüchtig? Ich mache mal ein Beispiel. Seine Ex-Freundin führt auch einen Laden. Da sind wir einmal zusammen hingefahren, hat sie mir vorgestellt. Die ist auch Prostituierte. Genau. Ja. Und dann hatten wir uns kennengelernt, aber sie ist in dem Moment einfach, war komplett nackt und ist auch nackt geblieben und hat sich so bei mir vorgestellt, wo er neben mir saß. So, und das sind so Sachen, die mich selbst persönlich dann stören oder wo ich eifersüchtig werde. Ja, ist auch nicht so die ganz höfliche Art, ne? Wenn man jemanden neu kennenlernt und man sitzt da nackt vor dem. Und wenn ich mit ihm drüber diskutiere und sage ihm so, das sind Dinge, da komme ich nicht mehr klar. Oder okay, das war jetzt einmal. Einmal ist kein Mal, außerdem ist es seine Ex, die hat er wahrscheinlich tausendmal nackt gesehen. Die Sache ist gegessen. Sag mal ein anderes Beispiel. Oh je, ja, okay. Manchmal kommt er nach vorne und mit den Mädchen, wenn er mit ihnen rumgeflirtet hat oder so, jetzt nicht irgendwie jetzt antatschen oder sonstiges, einfach dieses Flirten oder so. Und es waren ja schon öfters Mädchen da, die ihn interessant fanden oder auch was von ihm wollten und so. Das waren auch so Dinge. Okay, aber er wollte von denen nichts. Er hat nichts mit denen gemacht. Nein. Also, du musst jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Pass mal auf, wenn der nichts macht und der nimmt hin, du arbeitest als Prostituierte. Ich meine, da hast du natürlich schon einen schweren Stand und da ist es schon toll, dass du einen Typ hast, der damit umgehen kann. Die meisten Männer konnten das nicht und die wären eifersüchtig auf das, was du da machst, auf deine Kunden. Das scheint ja offensichtlich nicht der Fall zu sein. Und wenn er dir nichts an Grund bietet, nur dass er mal ein bisschen flirtet mit den Mädels, du lieber Himmel, das ist doch nicht schlimm. Bist du denn sonst auch unzufrieden mit der Beziehung? Stimmt denn sonst auch irgendwas vielleicht nicht so, wie du es gerne möchtest? Ja, es kommt dazu zum Beispiel, dass seit mehrere Zeit, sagen wir, seit guten Monaten sexuell eigentlich nichts mehr zwischen uns läuft und was auch so Zärtlichkeiten. Ah ja. So das, was ich eine Frau normalerweise, denke ich mal, vorstelle. Von wem geht das aus? Er möchte nicht mehr mit dir schlafen oder du nicht mehr mit ihm? Er momentan nicht mit mir. Also er sagt immer, weil er arbeitet halt viel, baustellenmäßig. Und arbeitet dann 12 Stunden und so. Und dann, wenn er abends nach Hause kommt, dann freut man sich eigentlich, wenn man den Mann ja sieht und mit ihm zusammen ist. Ja. Nur er hat dann keine Lust irgendwie jetzt. Er sagt dann immer, ich habe keine Lust, den Hampelmann zu spielen. Den Hampelmann zu spielen? Was meint er damit? Ja, für ihn ist das dann halt so Hampelmann spielen. Wenn ich jetzt abends mit ihm schmusen möchte oder jetzt vielleicht was Sexuelles haben möchte oder so, da hat er keine Lust drauf. Ja. Ich verstehe nicht Hampelmann, weil er denkt, du machst das den ganzen Tag und er ist dann jetzt einer von vielen, oder wie? Nein, das nicht, aber zum Beispiel, wir schlafen auch nicht zusammen in einem Bett, wir schlafen getrennt. Mhm. Er schläft dort in seinem Zimmer, nicht dort, ja. Mhm. Und das manchmal freut sich eigentlich, mit der Person zusammen zu sein. Ist er denn, du sagst, er ist auch nicht zärtlich zu dir. Also es gibt nicht nur keinen Sex, sondern auch keine Zärtlichkeit. Ich meine Zärtlichkeit so mit Streicheln oder Umarmen. Er kommt nicht nach Hause und sagt, hallo, Mäuschen, Schätzchen oder wie geht's dir? Gar nichts. Manchmal kommt es auch vorher, kommt nach Hause und sagt gar nichts. Er guckt mich nicht mal an. Und das ist seit wann so? Kann man sagen, seit guten 4-5 Monaten. Mhm. Und dann, dadurch gibt es auch öfters immer Diskussionen. Und vorher war das besser, normal? Besser, aber er sagt auch, weil er hat viel Stress und... Ich verstehe. Hat er denn irgendwann doch auch mal was Kritisches gesagt zu deinem Job, dass er damit nicht zurechtkommt? Nein, das, was ihn mehr stört, wäre ja meine Eifersucht. Mhm. Womit er dann ja auch recht hat, ne? Wenn da gar nichts los ist. Aber so wie du mir das jetzt schilderst, glaube ich, dass da grundsätzlich bei euch einiges in der Schieflage hängt. Mhm. In der Beziehung. Da sind Unzufriedenheiten, die nicht ausgesprochen sind. Da sind Sachen noch im Busch, die auch noch nicht ans Tageslicht gekommen sind. Ja, wenn wir versuchen, miteinander zu reden, dann eigentlich kann man sagen, nach 10 Minuten oder so gibt es schon Diskussionen, das wird dann immer lauter. Mhm. So, wenn ich sage, was ich eigentlich denke oder mir vorstelle und... Also ihr kommt nicht weiter. Würdest du sagen, dass du den Mann liebst? Ja, sonst hätte ich nicht angerufen. Naja, gut, du hättest auch sagen können, du bist ja nicht mehr ganz sicher. Aber du bist dir sicher. Doch, ich bin mir sicher. Ich sag zwar zu ihm immer dann aus Frust und weil ich dann verärgert bin, dann halt hat es keinen Zweck mehr. Es gibt halt noch andere Leute oder so, aber... Meinst du nicht so ernst?
Nein. Also im Prinzip. Ich möchte ihn einfach nur, weil er sagt immer, ich wäre nicht verständnisvoll gegenüber, sodass er so viel arbeitet und. Ja. Und ich habe es, wir hatten eben sogar noch mal Diskussion und ich habe es ihm erklärt, doch, ich bin, sehe das schon ein, wenn er viel arbeiten hat draußen, noch Stress und kommt nach Hause und er will seine Ruhe haben. Mhm. Aber doch, wir sehen uns von morgens bis abends nicht. Mhm. Das ist das also Problem. Diese Gespräche, die ihr da führt, die führen zu nichts. Nein. Ihr kommt nicht weiter. Es sind immer dieselben Gespräche und die Situation wird unbefriedigender für dich von Tag zu Tag, kann man so sagen. Mhm. Ja, und darum habe ich angerufen, vielleicht kannst du mir irgendwie einen Tipp geben, weil ich muss auch dazu sagen, ich bin jung, 20 und mein Freund ist schon 38. Ja. Da ist auch noch ein Altersunterschied. Ja, verstehe. Hm. Also erstmal mit der Eifersucht. Ich glaube, die Eifersucht musst du dir erstmal, die musst du erstmal runterfahren. Da musst du dich runterdimmen. Ja, so. Ich gebe mir Mühe, weil das ist. Ja, das ist. Beispiel, ich mache das noch ein Beispiel. Ich höre sehr gerne Musik und gucke immer MTV, Viva und alles. Und ich bin darauf auch eifersüchtig, wenn er sich das anguckt, wenn die Frauen immer so nackt sind. Aber das ist völlig albern. Das ist wirklich albern. Echt, Laura, das ist völlig albern. Da musst du dich wirklich in die Disziplin nehmen. Der ist nicht eifersüchtig, dass du am Tag, mit wie viel Typen schläfst du am Tag? Hast du Sex? Ja, das zählt nicht. Das zählst du nicht, ja, aber das musst du. Das möchte ich nicht zählen. Nee, aber das musst du halt auch alles auf den Tisch legen, wenn du auch eure Beziehung siehst. Und dann eifersüchtig zu sein, wenn er sich irgendwelche nackten Mädels in einem Videoclip anguckt, das ist albern. Das ist völlig albern. Lass mich mal zwischendurch fragen, was eigentlich zu der Thematik gar nicht passt. Wie lange möchtest du überhaupt noch in diesem Job arbeiten? Es ist ja so, ich führe ja den Laden und normalerweise dann irgendwie habe ich mir schon vorgestellt, ein paar Jahre den Job nicht mehr zu machen. Mhm. Wie lange machst du das schon? Das sind 2 Jahre. 2 Jahre. Mhm. Mhm. Vorher, also 2 Jahre den Laden und vorher was ganz anderes gemacht. Ja, Schule, als oder? Altenpflegerin. Als Altenpflegerin. Gelernt, ausgelernt? Ja. Wow. Ja, das finde ich einen tollen Beruf, einen wichtigen Beruf. Mhm. Mhm. So, Laura, jetzt wollen wir mal was überlegen. Mit der Beziehung stimmt was nicht, ihr könnt nicht miteinander reden, ihr kommt nicht zueinander. Es geht. Vorschlag meinerseits, wärst du bereit, Frage ist, ob er dazu bereit ist, mal 1 Stunde, 2 Stunden oder 3 Mal zu einer Beratungsstelle zu gehen, zu einer Paarberatung. Wärst du dazu bereit? Denke ich, ist er nicht bereit, er ist für sowas nicht. Versuch es. Mhm. Versuch es, ich meine, was bleibt dir übrig? Wenn du den Eindruck hast, dass ihr beiden nicht miteinander reden könnt und dass sich das immer wieder hochschaukelt und dass das zu nichts führt, dann schlag es ihm vor. Wenn er das nicht will, dann sagst du ihm, okay, dann gehe ich mal alleine hin. Kannst du auch machen. Damit du einfach mal so ein bisschen Rückmeldung kriegst, auch von einer anderen Person, so wie du ja bei mir jetzt auch angerufen hast. Mhm. Aber so kann man, das ist natürlich ein kompliziertes Problem, so eine Paarverflechtung, die man nicht in ein paar Minuten lösen kann. Daher wäre das mein Tipp. Versuche, dass ihr das gemeinsam macht und wenn er nicht mitgeht, gehst du mal alleine dahin und schilderst der Person deine Situation. Mhm. Und dann kommt schon etwas in die Gänge. Ich würde dir gerne noch die eine oder andere Adresse von meiner Psychologin geben. Ja, okay. Lassen. Okay? Ich danke dir. Dann lässt du auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Alles Liebe, tschüss. Tschüss. Das war Laura. Und hier ist Björn. Björn ist 30. Hallo Björn. Ja, hallo Domian. Hallo. Dein Thema. Hallo. Ja, ich habe eigentlich 2 Probleme. Gestern ist meine Mutter verstorben. Mhm. Ist leider gestürzt 2 Mal und ist nun leider auch gleich eingeschlafen. Moment, sie ist gestürzt und daran gestorben? Ja, sie hatte den Krebs besiegt. Also sie hatte Lungenkrebs und konnte sich halt noch kaum bewegen und ist dann halt beim Aufstehen gestürzt 2 Mal und ist dann halt gestorben dabei. An den Folgen dieses Sturzes? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht, ob es jetzt das Herz war oder. Ach so. Mhm. Das ist im Moment alles noch so in der Schwebe. Es ist alles relativ frisch. Und es ist gestern passiert? Das ist gestern passiert, ja. Mhm. Und zudem kommt noch meine Trennung von meiner Frau und den 4 Kindern. Mhm. Ja. Seit wann bist du von der Frau getrennt und den Kindern? Also seit 2 Wochen bin ich jetzt von zu Hause weg. Dann kommt aber alles knüppeldick für dich im Moment. Ja, im Moment ist alles recht heftig. Ja, es gibt 4 Kinder. Wir haben 4 Kinder, ja. Von welchem Alter bis zu welchem Alter? Von 8 bis 3. Mhm. Ja, war schon. Ist schon heftig. Wie war deine Beziehung zu deiner Mutter? Eigentlich recht gut. Wir hatten eigentlich ein gutes Verhältnis, meine Mutter und ich. Wir haben uns immer gut verstanden. Und sie war auch zum Teil mit meiner
Ex sei jetzt mit meiner Frau nicht einverstanden. Mhm. Aber ich habe sie doch immer wieder hinzubewegen, sie zu akzeptieren. Und sie hat sie ja letztendlich auch akzeptiert. Es hört sich sehr tragisch an, dass du sagst, deine Mutter hat den Krebs besiegt und ist jetzt durch diesen Sturz zu Tode gekommen. Ja. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sie schon eine sehr lange Leidens- und Krankheitsgeschichte hinter sich hat. Ja, hat sie auch. Das ist jetzt seit 2 Jahren. Sie hatte eine Chemotherapie, mehrere Bestrahlungen und war halt körperlich dann nicht mehr fit. Mhm. Also, wie alt ist deine Mutter geworden? Die ist jetzt 69 ist sie gewesen. 69. Mhm. Mhm. Warst du gestern dabei, als sie gestorben ist? Ich war leider nicht dabei. Ich war vormittags noch da. Mhm. Ja, ich war halt noch da bei ihr und da ist sie auch schon gestürzt. Ja. Aber ich habe noch gefragt, ob alles in Ordnung sei und sie sagte ja. Und es sind auch so Vorwürfe, die jetzt in mir hochkommen, was ich vielleicht verkehrt gemacht habe. Oder ob du sagst, du warst da. Was heißt da? Bei ihr in der Wohnung oder war sie in einem Krankenhaus? Sie war zu Hause. Mhm. Und sie ist auch zu Hause gestürzt. Mhm. Und ich war bei ihr zu Hause, weil ich vormittags halt frei hatte. Mhm. Und habe mich dann halt hingesetzt, mit meinem Vater zusammen noch Kaffee getrunken. Mhm. Ja, und dabei wollte sie dann wieder ins Bett und ist dann gestürzt und dann bin ich gleich hin zu ihr und habe ihr geholfen. Und hatte mich dann auch nach ihrem Gesundheitszustand erkundigt, und? Sie sagte, ist alles in Ordnung. Ja, und dann als du die Wohnung verlassen hast von deinen Eltern, hast du gedacht, es ist okay, es ist alles in Ordnung. Ja, sie hat dann geschlafen und da dachte ich, da wäre alles in Ordnung und bin ich zur Arbeit gefahren und um 3:15 rief mein Bruder mich dann an, dass meine Mutter halt gestorben sei. Ja, dann zu Hause in der Wohnung? In der Wohnung, ja. Nachdem sie erneut dann nochmal gefallen oder gestürzt ist? Ja, da ist sie dann noch zweimal gestürzt. Welche Vorwürfe machst du dir? Dass ich vielleicht irgendeinen Fehler gemacht habe, sie halt vormittags nicht zum Arzt gebracht zu haben, durch diesen ersten Sturz vielleicht. Vielleicht hat sich da was gelöst, ich weiß es nicht. Also, gab es denn da Anzeichen, die daraufhin hätten deuten können, dass man sagt, na, sie sollte lieber ins Krankenhaus oder zum Arzt? Also ich weiß durch mehreren Stürzen vorher, dass halt Blutergüsse bei ihr vorhanden waren und durch die Medikamente das Blut also nicht so schnell genug rennt, weil sie halt auch schon eine Lungenembolie hatte. Mhm. Das heißt, diese Stürze, das gab es schon öfters? Ja. Mhm. Wie kam das überhaupt, dass sie, du sagst gerade, sie hat Chemotherapien hinter sich und schwer Lungenkrebs erkrankt. Warum ist sie dann immer wieder gestürzt? Wie ist das zu erklären? Weil die Knochen zu weich geworden sind. Ach so. Mhm. Mhm. Die Knochen haben halt gelitten durch die Chemotherapie und die Bestrahlung und... Ich glaube, dass das völlig normal ist, dass man sich dann irgendwie Vorwürfe macht, hätte man vielleicht dann doch noch das getan oder das getan. Aber wenn du jetzt schon, ich sag jetzt mal, wenn ihr schon dran gewöhnt wart, in Anführungszeichen, dass sie immer wieder mal hinfällt und sich das dann wieder reguliert hat. Ja. Immerhin hast du sie ja nicht allein gelassen, dein Vater war ja bei ihr. Es wäre schlimmer gewesen, wenn du sie alleine gelassen hättest, aber da war ja jemand. Und dein Vater hat ja sicher dann, als es dann wieder passiert ist, auch alles getan, was man tun konnte. Und aber dann war es dann eben leider zu spät. Ja, das war es ja leider nicht. Mhm. Weil mein Vater eigentlich, sag ich mal, auf sich bezogen ist. Achso, du meinst, der hat sich gar nicht so sehr drum gekümmert? Also, er hat sich schon gekümmert, dass er ernährt wird und so darum ja, aber so halt so dies Nebensächliche. Mhm. Also du denkst, wenn du vielleicht da gewesen wärst, dann hätte man noch was machen können. Nein, das nicht. Aber ich hätte vielleicht sagen sollen, ich pfeife jetzt auf die Arbeit und fahre mit ihr zum Arzt. Die Vorwürfe, die ich mir mache, dass ich da nicht schnell genug reagiert habe. Ich glaube, dass du dir diese Vorwürfe nicht machen brauchst, so wie du mir das jetzt geschildert hast. Ich glaube, dass sich Menschen oft Vorwürfe machen müssen in ähnlichen Situationen. Aber so wie du es mir jetzt geschildert hast, glaube ich das nicht. Ich glaube allerdings, dass du eine ganze Menge irgendwie für dich tun musst. Jetzt hast du das, du hast den Schicksalsschlag gerade erlitten, dass deine Mutter verstorben ist. Hast zudem auch noch Schuldgefühle und hast dich von deiner Frau und deinen 4 Kindern trennen müssen. Wobei meine Frau den Schlussstrich gezogen hat. Ja, so habe ich es auch verstanden. Mhm. So, und das ist jetzt so viel, das verkraftet man irgendwie gar nicht. Da braucht man Hilfe. Ich finde gut, dass du hier angerufen hast, erstmal so als Notstrohhalm. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei, aber
Wir werden dich gleich zurückrufen. Du legst bitte auf und dann werden wir gemeinsam in Ruhe überlegen, was wir machen und wie wir dir ein bisschen helfen können. Ja. Ja? Gut. Also ich würde mal sagen, bis gleich. Na gut, okay. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Malte Imels. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und mein Promi-Gast am Samstag ist Cordula Stratmann. 23.30 Uhr im Wieder Fernsehen. So, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye-bye.